Name your game. Wir reporten. Was sind Freunde abgeschlossen? Ein kostbares Lächeln. Das ist der nächste Fall. Ich will eine Eintrittskarte zur Upgrade-Forscher. Besorg mir eine. Ich warte im Gemeinschaftsbereich. Wir beginnen mit dem kostbaren Lächeln. Ein Fall, bei dem wir eine Eintrittskarte für das Schnupper-Event des Eden-Upgrades besorgen sollen? Ich suche erstmal online. Es gibt keine Treffer für ein Schnupper-Event für ein Eden-Upgrade. Das sind nur Informationen zu bisherigen Upgrades. Nichts über ein anstehendes Event. Steht denn überhaupt ein Upgrade an? Ich glaube, das Beste wäre es, persönlich mit dem Klienten zu sprechen. Oh, du bist der Handyman. Hast du meine Eintrittskarte dabei? Findet das Schnupper-Event überhaupt statt? Natürlich, es dauert nicht mehr lange. Die Mutter meiner Freundin arbeitet für das Unternehmen, das Eden betreibt. Sie hat es mir verraten. Ich habe gehört, dass manche Leute schon Eintrittskarten haben. Das klingt, als könnte die Öffentlichkeit keine Karten kaufen. Es könnte schwierig werden, eine zu bekommen. Es wird nicht einfach, eine zu bekommen, stimmt's? Ich liebe Eden einfach. Und ich habe gehört, nach dem Upgrade wird es noch besser aussehen. Also will ich es möglichst bald sehen. Ich habe meinen Bruder gefragt, aber er wurde wütend und meinte, ich könne unmöglich eine Karte kriegen. Er hat mich stur genannt und ist davongelaufen. Ich will aber unbedingt hin. Du wirst es versuchen, danke. Ich wollte dich mit einer Digimon-Medaille bezahlen, aber da du so nett bist, werde ich dir auch etwas Besonderes geben, glaube ich. Wuppa aus der Serie Salamander und Co. Das ist meine Lieblingsplüschfigur. Sie ist so niedlich, sie wird dir gefallen. Den Fall habe ich also angenommen. Wie stelle ich es nun an Eintrittskarten zu kommen, die es nicht zu kaufen gibt? Ryuji und Chitose sind nicht da. Ich werde Erika fragen. Ich kann nicht glauben, dass sie nicht in ihrem Zimmer ist. Ich werde im Café nachsehen. Das ist Erika. Sieht aus, als würde sie etwas in die Getränke mischen. Tropf, tropf. Tropf, tropf. Tropf, tropf. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht aus, als würde sie zu viel davon hineintun. Was guckst du denn so? Eine Eintrittskarte zur Upgrade-Vorschau? Ach ja, der Fall von der Kleinen. Warum hast du den angenommen? Ist die Bezahlung nicht nur eine Medaille? Das Lächeln eines Mädchens ist Belohnung genug. Du hast wirklich ein weiches Herz, aber du gibst keinen guten Ritter in strahlender Rüstung ab. Es geht mich ja nichts an, aber würde die Eintrittskarte nicht mehr kosten als die Medaille? Eine Medaille rechtfertigt den ganzen Aufwand doch überhaupt nicht. Was? Die Medaille ist nicht die einzige Bezahlung? Sie schenkt dir auch die Plüschfigur von Wuppa, dem Salamander aus Salamander und Co.? Nun, das ändert alles. Du musst diesen Fall unbedingt abschließen. Die Medaille kannst du behalten, aber du musst mir das Spielzeug geben. Komm schon, es ist schließlich Wuppa. Der war nur in der ersten Version von Salamander und Co. enthalten. Die Memetans auf meinem Terminal sind aus derselben Reihe, aber ich war zu spät dran und habe Wuppa verpasst. Das war eine Sonderausgabe, die kriegt man nicht mal in Nakano Broadway. Ich habe mich entschieden, ich werde dir helfen. Ich habe noch andere Sachen zu tun, aber es geht hier um Wuppa. Der Rest kann warten. Wir müssen nur eine Eintrittskarte finden, richtig? Fangen wir an. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich habe mir sogar schon einen Namen ausgesucht. Kogitum. Wegen dem Ausspruch Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich... Anscheinend wird es bald ein Upgrade geben.
Du hast online nichts darüber gefunden? Du hast höchstens ein paar Dutzend Quellen durchsucht. Und nur im offenen Raum, stimmt's? Du musst tausende Quellen durchsuchen, um an die richtig heißen Infos ranzukommen. Immerhin tauschen Milliarden Menschen ihnen Informationen aus. Ich habe etwas gefunden. Es gibt ein Gerücht über einen Händler, der Eintrittskarten zur Vorschau hat. Sieht so aus, als wäre in Ikebukuro. Gehen wir. Eine Nachricht? Ich will heute nicht die Farm putzen. Vielleicht sollte ich das Mirai sagen. Du hast so viel für mich getan, so etwas würde ich dich nicht fragen. Halte durch. Wo müssen wir überhaupt hin? Raus zumindest. Hier ist irgendwas oder irgendwie. Es überrascht mich, dass du mich als Tickethändler erkannt hast. Diese Klamotten, bist du bei Hoodie? Ich schätze, solche Dinge herauszufinden ist dein täglich Brot. Aber diese Karten für das Schnuppe-Event sind selten und sie sind nicht billig. Die sind bestimmt schweineteuer, was können wir tun? Frag ihn, ob er eine Liste der Leute hat, die ihm Karten für das Schnuppe-Event abgekauft haben. Informationen zu meinen Kunden? Natürlich habe ich die. Viele davon sind Stammkunden. Ah, ich weiß, was du vorhast. Du willst sie aufsuchen und mit ihnen um eine Eintrittskarte verhandeln. Das wäre nicht gut für mein Geschäft. Tut mir leid, aber ich kann keine Informationen über meine Kunden weitergeben. Und hacken ist auch keine Option. Ich mache mir Notizen auf Papier, die ich immer dabei habe, damit Hacker wie du sie nicht in die Hände bekommen. Papier und Bleistift sind altmodisch, aber immer noch der sicherste Weg, heutzutage Informationen festzuhalten. Nichts gegen dich, das ist rein geschäftlich. Nur Papieraufzeichnungen? Er ist vorsichtig. Er hat völlig recht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns mit einem seiner Kunden einig werden. Meinst du, du könntest ihn einen Moment lang ablenken? Neben ihm auf dem Boden stand eine Tasche. Bestimmt bewahrt er darin die Papiere mit seinen Kundendaten auf. Keine Sorge, ich werde sie nicht stehlen. Das gefällt mir nicht, aber ich werde tun, worum sie mich gebeten hat. Los geht's. Wow, ist das Navid-san? Navid-san? Im Ernst, ein Foto von ihm könnte viel wert sein. Wo ist er? Lauf. Das ist meine Chance. Das muss die Kundenliste sein. Fertig. Pah, er war nicht da. Wollte mich da wer veräppeln? Es hat funktioniert. Ich habe mir die gesamte Liste gemerkt. Hat Wormon dir das nicht erzählt? Mein Gehirn ist mit dem Eden-Server verbunden. Wenn ich visuelle Informationen erfasse, werden sie direkt in Daten umgewandelt. Es waren nur ein paar Dutzend Namen mit Kontaktdaten, das war nicht schwer. Einer der Kunden ist ein Hacker, der meinem Bruder einen Gefallen schuldet. Er gehört zu den Dinosauristen. Wenn du mit ihm sprichst, gibt er dir vielleicht eine Eintrittskarte. Ihr Gebiet befindet sich in Kolon, Ebene 2. Sieh dich dort um. Ich bin müde, ich werde bei Hoodie auf dich warten und ich habe solchen Durst. Der Hacker mit der Eintrittskarte ist also auf Ebene 2 in Kolon. Ich werde dorthin gehen und herausfinden, ob ich sie haben kann. So, rein in den PC. Kolon 2. Auf geht's nach Eden.
Da wird es jetzt wieder mal ein paar Fights geben. Finde ich eh ganz cool. Oh. Schön, dich hier zu treffen. Arbeitest du an einem Fall? Eine Eintrittskarte zur Edenvorschau. So ein Zufall. Ich arbeite am gleichen Fall für einen anderen Klienten. Hör auf zu plaudern. Geh und besorg mir meine Eintrittskarte. Sei still. Ich arbeite gratis, Kleiner. Du solltest mir dankbar sein. Dieser Bursche hat mich angeheuert, eine Karte für das Schnupper-Event aufzutreiben. Er will unbedingt eine für seine kleine Schwester. Was? Du weißt, dass er eine Schwester namens Mina hat? Woher weißt du das? Verstehe, sieht aus, als hätten wir das gleiche Ziel. Dann versucht sie also selbst an eine Eintrittskarte zu kommen. Ziemlich schlau. Dann brauchst du dich nicht um meinen Fall zu kümmern. Gibst du auf? Wenn ihr beide ein Ticket findet, haben wir eines zu viel. Ich kann es nicht glauben, dass ich mich von ihr so habe manipulieren lassen. Sie ist so stur und hört nie darauf, was ich ihr sage. Aber sie gibt niemals auf, das muss ich ihr lassen. Sie geht mir auf die Nerven. Aber hast du mich nicht angeheuert, weil du ihr eine Freude machen wolltest? Wenn ich einen Fall erst einmal angenommen habe, schließe ich ihn auch ab. Ich werde dir die Eintrittskarte beschaffen. Du kannst die überzählige haben, begleite sie und pass auf sie auf. Das gehört sich doch so für einen großen Bruder, stimmt's? Schätze schon. Dann ist es beschlossen. Ich habe den Fall eben erst angenommen und wollte gerade mit der Arbeit beginnen. Hast du irgendwelche Ideen? Verstehe, einen der Dinosauristen-Hacker zu fragen, das klingt vielversprechend. Ich komme mit dir, dann haben wir bessere Erfolgsaussichten. Mal sehen, ob ich gleichzeitig beide Fälle der Geschwister lösen kann. Warte im offenen Raum auf uns. Wo wir hingehen, haben Kinder nichts verloren. Danke, ich hoffe, ihr schafft das. Überlass das nur uns. So, hier sind sie, ne? Die Knechte. Was sind die denn? Ah, fighten. Angriff plus, das wird sehr schnell gehen. Critical. Oh. Das hat ihn nicht komplett umgehauen. Wundert mich. Aber das hier. Ah, viel XP hat es nicht gegeben. Und noch ein Fight. Sind wieder die beiden gleichen. Boah. Die Zerstörungskanone. Und auch das hier war gut. Den Ryumon hat ein Level Up. Und Raptordramon auch. Sehr schön. Gehe ich eigentlich hin? Das ist halt hier jetzt die Frage. Auf XP-Jagd. Hallo, Knecht. Ah, das bringt nicht so viel. So, jetzt ist er weg. Oh, Zyklonemon, auch gleich Level 28. Das scheint nicht mehr viel zu sein. Weiß zwar nicht warum. Hallihallo, Hallöchen. Poh. Sehr effektiv.
Yokomon gescannt. Und beim nächsten Fight ein Level Up. Die Digimonster, die sind groß. Wenn nicht sehr groß. Bin mir nicht sicher, ob ich zurück müsste, aber wir probieren es mal so. Hier ist auch noch ein Junge. Und? Wow. Kranker Damage. Und ebenso krank hier. Das ist ein Level Up für Zyklonemon. Level 28. Mega Seedramon Level 12. So, Junge. Noch ein Fight. Angriffsminus bringt uns jetzt nicht viel. Weggeknallt. Sehr schön, sehr effektiv. Hier ist einer. Auf dich haben wir gewartet. Dinosaurist-Hacker. Ah, Griucci, was machst du denn hier? Was ist denn das für eine Begrüßung? Kann ich dich mal eben einen alten Kumpel besuchen? Du kommst immer nur zu mir, wenn du willst, dass ich irgendwelche verrückten Aufträge übernehme. Sei doch nicht so. Ich habe dich vor dem Gefängnis bewahrt, weißt du noch? Ich würde sagen, du schuldest mir den ein oder anderen Gefallen. Das sagst du immer. Also worum geht's diesmal? Ich will deine Eintrittskarten zu Edens Upgrade-Vorschau. Das soll wohl ein Scherz sein. Die sind quasi unmöglich aufzutreiben. Hast du eine Idee, wie lange es gedauert hat, da ranzukommen? Ich würde sie niemals verkaufen, geschweige denn einfach verschenken. Nicht mal an dich. Wenn das so ist, wie wär's dann mit einer Wette? Einer Wette? Das ist unser neuer Hacker. Kämpfe gegen ihn. Wenn er gewinnt, gibst du uns die Eintrittskarte. Wenn du gewinnst, nehme ich dir kostenlos so viele Fälle ab, wie du willst. Im Ernst? Mein eigener Dienstbote? Die Idee gefällt mir. Du fragst, was ist, wenn du verlierst? Also mit so einer negativen Einstellung gewinnst du niemals. Wenn du verlierst, bist du raus aus Hoodie. Das wird dir leid tun. Ich bin einer der Besten im Team. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, dann deinem Anführer da drüben. Los geht's, wir fighten. So, ich bin mal gespannt. Mega Feuer. Boah, das hat ziemlich hart wehgetan. Das muss ich zugeben. Das hat ziemlich wehgetan. Zeit für einen Wechsel. Genryumon und Raptordramon. So, dreimal Datei. Was? Alter Schwede. Sieht ja schon mal gar nicht gut aus. Ja, der war gut. Es war auch gut, aber die haben sehr viel HP. Das gefällt mir nicht so. Macht ein Mega Feuer.
Und? Der nimmt echt nicht viel Damage. Aber ich auch nicht. Das hat wieder wehgetan. Okay, Leute. So, jetzt mal Hinterhaltpresse auf den hier. Boah, sehr guter Strike. Und was haben wir hier noch? Ein gewaltiges Erdbeben auf beide. Wird nicht viel bringen. Counter-Hit. Wow, sehr schön. Ah, der ist stark. Wieder eine Hinterhaltpresse auf den hier diesmal. 119. Wir müssen ein bisschen heilen. Unser Zyklonemon. Sehr schön, sehr effektiv.